Hallo YouTube, hallo meine lieben Zuseher, Bitwalk wieder hier, weiter geht's mit Lara Croft. So, jetzt müssen wir schauen, was ist jetzt momentan das Thema hier? Stoßen Sie zu Whitman. Wo ist denn der schon wieder? Ah, da ganz am anderen Ende. Na dann, werden wir uns auf den Weg geben und auf den Weg begeben und ein bisschen suchen, weil hier sind ein paar so Sachen, Brücken und so weiter. Hier, was ist das da, ein Häuschen oder so? Was auch immer. Da schauen wir mal hin, ob es irgendwas gibt zum Finden. So, das sind diese Richtung. Hier, heute, da liegt was. Da liegt doch gleich ein Büchlein. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Ja. Wer es genauer lesen will, drückt auf Pause und liest es dann in aller Ruhe. So, ich will trotzdem mal schauen, was es hier sonst noch gibt. Da sind wir vorhin raufgekommen. Das heißt, wir gehen jetzt da entlang, da runter. Halt. Das kann ich anzünden und dann? Die brauchen Feuer, um dieses Objekt in Brand zu setzen. Ja, Feuer hätte ich hier, aber keine Fackel. Fackel? Keine Fackel. Nö. Ah, da haben wir was, schau. So geht's. Die Frage ist nur, für was ist das gut? Ah. Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut, um Ihr Basislager-Waffen-Upgrades freizuschalten. Na bitte. So, dann schauen wir weiter. Oh, da ist auch eine Kiste. Öffnen eine stabilere Axt erforderlich. Sammeln Sie Bergungsgut für ein Upgrade der Axt. Aha, okay. Oh, Pfeile. Bin ich voll. Upgrade der Axt, wie geht denn das? Geht das dann hier? Da habe ich alles noch nicht. Ich habe ja nichts zu machen da. Gut. Egal. Vollläufig also noch nicht. Deshalb gehen wir einfach mal weiter. Der Whitman ist mir nicht so ganz geheuer, muss ich ehrlich sagen. Da ist auch was drin. Alter, was ist das? Und wieder was gefunden. Schön. L, S und B um feindlichen Tieren. Wow. Rechner ein Treffer nicht, oder was? Okay, das erledigt. Ah, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, du blödes Tier. Wo bist du denn? Oh. Aua, aua. Aua. Weg. Husch, husch. Platz. Ja, das war Absicht, ich sag's dir. Ich sag's dir, der hat irgendwas vor. Der ist mir nicht ganz so geheuer, dieser Whitman. Was gibt's da drüben? Muss ich da hin? Nee, da muss ich nicht hin, trotzdem schau ich da mal rein. Ich bin einfach neugierig. Geheimes Grab in der Nähe. Ja. Was wird das dann sein? Ein geheimes Grab. Schauen, was da zum Finden gibt. Außer sehr Kurioses vermutlich. Pfeile sind wieder da, sehr schön. Brauche wieder ein paar. Den Wölfen haben wir doch ein paar verschossen. Dank meines Aimings. Ist da sonst irgendwas? Sonst ist da nichts. Oder ist das Feuer jetzt gleich aus? Und zisch! Mal da raufgehen? Nö. Ah, da gehen wir da. Zu
macht ja automatisch Feuer eigentlich. So, Glaslaternen, verstehe. So kann man auch Feuer machen in dem Fall. Warten. Oh, hängt wieder einer. Grab des Abenteurers. Okay. Das Ganze jetzt ist Grab, da schau, was haben wir denn da? Spannend. Okay, ins Wasser darf ich nicht gehen, weil da ist die Flamme gleich aus. Warte mal, das machen wir jetzt so. Das brennt und dann? Was passiert da? Oh. Ah, schön. Das könnte ich als Rampe benutzen. Ja, das ist aber nicht. Ah. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen herunter schauen, bevor ich das drauf gehe. Denn da gibt es ja einiges, schau. Gibt es ja auch noch was, schau. Also wer Spaß am Entdecken hat und dergleichen, der ist mit diesem Spiel sicher gut bedient. Schau, da ist auch noch was. Mal noch überschießen. Da geht's auch noch rüber. Schau, da drüben ist auch noch was. Okay, das hat jetzt genau nichts gebracht, oder? Ah, oder schon. Moment mal. Und klapp. Ach, das Fackel ist auch ab. Da haben wir noch einen Platz. Okay, wurscht. Schauen wir weiter. Da rum ist jetzt alles erledigt. Da haben wir alles gefunden. Hüpfen wir erstmal runter. Diese Drecksbrühe. Auch nicht sonderlich sympathisch, das Ganze. Gibt es da noch irgendwas? Da gibt es auch nichts. Es macht auch Spaß, hier zu suchen, weil die Gegend so gut ausschaut. Das ist wirklich ein hübsch kreiertes, hübsch gezeichnetes. Ah, da kommen wir rauf, schau. Hübsch gebaute Geschichte da. Da oben ist eine Lampe, schau. Was haben wir da? Wieder ein paar Pfeile. Sie freut, ob das schlau ist, dass ich es immer gleich nehme. Vielleicht ein bisschen warten, bis ich mehr verschossen habe. Ja, okay, deshalb hat es mir nicht rot angezeigt, eh klar. Was passiert da jetzt? So, kann man da drauf schießen? Auch nicht, ne? Kann man das bewegen? So, Moment mal. Was ist denn das? Das ist sowas wie ein Kran. Da kann nichts machen. Also pass auf. Hepp. Verstehe. Jetzt fällt er runter, oder? Einer mehr müsste reichen. Bin mir nicht ganz, schau's an. Immer nicht ganz, aber schauen wir mal, was gibt es da noch? Da ist noch ein Stückerl, was man entfachen könnte. Große Frage ist nur, wie denn nun? Was ist denn da los? Was gibt's denn da? Was ist das? Ah, werfen. Okay. Werfen ist ein Thema. Jetzt brauche ich nur mehr treffen. Bitte auf Anhieb. So, lieber. Wenn du ein Flugzeug doch auch immer bist. Jawohl.
jetzt haben wir dich. Jo, was jetzt? Ist eine gute Frage. Jetzt hüpfen wir mal rüber. Hüpfen wir rüber und schauen mal rein. Reinschauen schaut anders aus. Kommen wir da rauf? Kommen wir hier drauf? Kommen wir hier drauf? Da komme ich rauf, aber nicht rein. Ah, da ist. Okay, da drinnen ist nichts. Das ist die andere Hälfte vom Flugzeug jetzt. Also hängt da oben. Hm. Achso, mental. Da oben ist auch was zum Anzünden. Warte, da müssen wir nochmal rauf. Jetzt müssen wir sich auch nochmal raufschmeißen. So eine Laterne. Zwei diesmal. Warte, muss ich da rüber gehen? Jetzt drehe ich wieder hin. Ah ja, schau. Das war's und dann? Dann kann ich nicht mehr da rein. Jo, warte mal, ob ich über den Flügel drauf kann. Schau es mit dem Baum da aus. Könnt ihr auf den Ast drüber hüpfen da? Nö, kann ich nicht. Mal schauen, wie da bei dem Flügel wir drauf kommen. Der ist auch zu steil. Was sagt denn das Fokusauge? Sagt man gar nichts. Sagt man nicht sonderlich viel. Was übersehe ich da? Meine Freunde, was übersehe ich da jetzt? So. Nee. Ist das das? Ah, Moment mal. Andere Idee. Vielleicht kann ich da rauf. Genau. So, der Gedanke. So rum. Und hüpp. Dann bin ich jetzt da und kann nur über nichts machen. Ah, so. Große preisfreie, wo will ich denn überhaupt hin? Ah, da rein will ich, okay. Ich verstehe. Oh. Oh Mann, was gibt's da? Schätze! Grab des Abenteurers gemeistert. Oh, Erfolg! Kluges Köpfchen. Ja, ich bin ein Wiffzack, bin ich. Ein Wiffzack. Was gibt's da? Ah, kann mit dem Seil runterfahren. So, das machen wir, oder? Gleich bis raus, oder? Da haben wir da dann alles gefunden? Sieht man das irgendwo? Da weiß der Kuckuck. Egal. Das Grab ist gelöst. Eine nette Sache, das Ganze. Also das finde ich schon sehr spaßig, solche Dinge. Ist vor allem das normale hier, das Suchen, das Herumlaufen ein bisschen aufwertet. Eben so ein bisschen rätselmäßig und so. Komm, steh auf. Es geht nicht weiter. Komm, geh. Ich muss sagen, Tomb Raider, zumindest diese Teile, muss ich schon sagen, gefällt mir sehr gut. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Bitte ein bisschen was wieder gefunden.
So, die Frage ist, schauen wir mal, gibt es da, oh, da unten ist eine Kiste. Da sehe ich eine Kiste. Wie du hast gefunden, Bergungsgut, sehr schön. Pfeile, nehme mit, weil es wurscht ist. Das sind Schwederwölfe da. Au, 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 au. Bin ich zu langsam? Ah, nochmal, 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 nochmal. Au, 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 au. Ja, Mann. Lara. Lara ist tot. So. Was mit den Wölfen? Ist eh so nett. Wo sind die eigentlich hergekommen auf einmal? Da sind sie schon wieder, schau. Haha, schneller. Au, 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 au. Wo ist sie, wo ist sie? Ein Popo geschossen. Aua. Aua. Ich bin zu langsam mit dem hin und her, bin ich einfach zu langsam. Ist was da ausgesprochen, Heikel. Oh, das ist eine Kiste, schau. Tada. Schau mal, da unten, da ist auch wo. Oh, warte mal, da ist eine Flamme, da geht's da. Da hinten ist eine Kiste, da, die suchen wir uns auch noch. Die Frage, wo muss ich überhaupt hin? Darauf? Darauf müsste ich. Na, aber da gehen wir noch nicht hin. Jetzt holen wir uns da unten noch dieses Bergungsgut. Wo ist gesehen? Da. Da drüben ist auch noch was. Ich muss was sagen, oder? Nasse Schuhe spielen, da ist wirklich schon keine Rolle mehr. Was gibt's denn da noch? Schau, schau, schau. Hey, da hinten ist auch was. Noch ein Schrein. Wen beten die wohl an? Ja, das wissen die Götter. Oder nur sie selber, wie auch immer. Schauen wir es einmal rauf. Da gibt's doch sicher auch was zu finden. Genau, da ist schon was. Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Ja, der Typ, der hat irgendwas. Der hat, da kann man was abfackeln, sehr schön. Schauen wir, was passiert. Wahrscheinlich ist da wieder Kiste ist wieder drinnen. Gut. Zu wenig lang. Rauf kann ich da nirgends, oder? Ah, doch, da geht's rauf auch schon. Ah, da geht's nicht rauf. Hat das ausgeschaut? Schaut's da aus, da geht's auch nicht weiter. Okay. Die Fackel kann ich überhaupt nicht mehr anlassen. Die Fackel müsste doch normalerweise vor den Tieren auch schützen, oder? Feuer mögen die ja nicht unbedingt. Da Pfeile haben wir wieder genug. Die Pfeile bin ich voll. So. Oh, daneben. Au, 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 au. Ah, ah, weg, 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 weg. Au, au, au. Fix. Wo ist er? Sie ist endlich tot. Gibt's aber nicht. Fähigkeitspunkt. Ah, sieht die anderen Wölfe aber auch nicht ausgenommen. Hm, Mann! Aber soll's. Wir haben jetzt ein paar Pfeile gefunden. Was gibt's da? Ah, wieder eine Kiste. Schau, das ist aber. Viel Zeug steht da rum. Ah, jetzt bin ich immer zu schwach. Bin ich leider noch zu schwach, um das zu machen. Axt nicht stabil genug. Mal schauen, da müsste Lager übrigens. Ein Fähigkeitenpunkt. Ja, leider ist alles andere noch nicht verfügbar.
Schauen wir. Überlebensupgrades oder. Das ist. Oder was haben wir da? Jäger-Upgrades. Setzen Sie Beutel und Taschen, Sie können Sie mehr Munition transportieren. Munition geht man noch nicht so sonderlich aus. Das ist noch nicht das Thema momentan. Aber wir können mal schauen, was haben wir. Das haben wir schon. Dann haben wir da. Zusätzliche Belohnungen sammeln. Bergungsgut oder. Ja, das nehmen wir jetzt einmal mit dem Bergungsgut. Passt, das machen wir. So. Menü finde ich genial. Das gefällt mir nicht gut. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen eh da rauf, gell? Meint ihr, dass meine Wölfe noch herumliegen, die ich zuerst abgeschlachtet habe? Ja, nicht, gell? Die werden wahrscheinlich schon weg sein. Kann ich da hin? Kann ich da hin? Nein, mag ich gar nicht. Da drüben schaut es auch nicht. Nein, wurscht, das gehen wir da hin. Das gehen wir da. Des Weges, wo wir hin müssen. Was auch das wieder für ein Gebäude ist da. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Es waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Klar. Aber hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Sackgasse, finden Sie ein Lager und führen Sie ein Upgrade der Axt durch. Ah, jetzt darf ich das endlich machen. Lager gefunden, so pass auf, das muss man nix. So, Bergungsgut. Verwenden Sie das einmal Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen, Ausrüstungsmenü zu verbessern. So, aktuelle Waffe, Stemmaxt. 330 Kobbel, 50 kostet nämlich das zu verbessern. Und machen wir. Zack, verstärken, neues Upgrade durchgeführt. Und jetzt noch was machen? Nein, nichts mehr. Mehr geht nicht, mehr geht leider nicht. Schade, kann ich was machen? Überlebensupgrades, ja, und das ist das zweite, was ich habe. Bogen-Upgrades, bitte, da haben wir was. Verst 200 habe ich noch. Gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglicht oder verstärkter Wurf ermöglicht mehr Zug und verursacht dadurch mehr Schaden. Ja, das mit Schaden ist, glaube ich, ganz eine gute Sache. Zack, verstärkte Wurfarme erledigt. Die Axt habe ich schon, mehr geht eh nicht. Was habe ich da? Outfits. Oh. Ja, Riddle-Outfit. Bergsteigerin. Ingenieurin. Meisterschützen. Sie tragen jetzt Meisterschützen. Was auch immer das ist, schauen wir mal, wie es ausschaut. Fähigkeiten. Eh nix. Wie schaut die Lara jetzt aus mit der Meisterschützin? Was ist das anders geworden? Ah ja. Nee, das gefällt mir nicht. Nein, das passt überhaupt nicht. Sorry, liebe Leute, das müssen wir korrigieren. Also so. Lebensupgrades und. War das jetzt mit Bekleidung? Wo war das mit der Bekleidung? Ausrüstung? Outfits, da ist es. Schauen wir, was Guerilla-Outfit ist. So, wie schaut es jetzt aus, Madame?
Ajo. Ah, ist ja nicht Lara typisch. So, jetzt schauen wir da mal rein, was da drinnen gibt. Jagungsgut 95, okay. Jetzt könnt ihr mal auf die Karte schauen, da habe ich doch das andere Log auch gehabt. Der großen Kiste. Vorher komme ich da mal zurück oder soll ich einfach zurücklaufen? Ich laufe das mal hin. Ist ja wurscht, wir haben ja Zeit. Es läuft ja nichts davon. Die Frage ist nur, was die Richtung was das war. Was ist die Richtung? Ja, die Richtung war das. Da ein bisschen vor, dann rechts halten über die Brücke. Ah, schon wieder! Oh. Oh. Ich dachte, ich habe einen stärkeren Bogen. Du bist mir erledigt, Bursche. Wow. Ah, drin. Na, doch getroffen. Wunderbar. So, Bergungsgut, jawohl. Warte, wo ist jetzt da? Wo ist jetzt? Da ist er. Wolfi. Wo war das Lager? Da oben, glaube ich, gell? Oder? Schauen wir mal kurz. Da hinauf, genau. Das ist ja die andere Kiste dann, die auch noch verschlossen ist. Und dann werden wir auch gleich jetzt dann nochmal kurz den Bogen nochmal upgraden. Ich hoffe, das geht sich aus. 200, glaube ich, was. Ich glaube, das geht sich aus. Ich glaube, ich kann die Ausrüstung... Ausrüstung? Bogen-Upgrades. Jawohl, habe ich. Gewickelte Sehne. So, mehr geht in Ausrüstung, da habe ich nichts mehr. Und Outfit gefällt mir nicht. Nehmen wir mal das Jäger-Outfit. Ja, das schaut. Oh. Sieht ein gruselig aus. Ja, yeah, gefällt mir. So, ja, dann gehen wir wieder zurück. Gehen wir wieder zurück und schauen einmal, ob wir da jetzt reinkommen. Müssen wir uns wahrscheinlich mit den Wölfen wieder rumärgern. Wieso läuft sie einfach so komisch? Ich glaube, ich bin einer da. Au, geh weg! Natürlich sind es immer zwei. Aua! Der zweite jetzt. Einer ist weg, wo ist der andere? Ah, drüben. Die anderen Wölfe fern herum. Diese Blüten da. So, jetzt machen wir wieder ein paar Pfeile. Nehmen wir wieder mit da, wenn sie schon rumliegen. So, mein Freund. Alles klar? Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Dann leg los! Sesam, öffne dich! Schnell, bevor es zugeht. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hat zweifellos große Macht. Manche sagen, schamanistische. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Selbst wenn es uns irrational wird. Wir müssen noch viel über die Welt. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Überleben wäre immer die vorteilhafte Sache von dem Ganzen. Ausruhen geht nicht, Lara. Weiter!
Ja, Moritz, mal keine Hektik da. Unglaublich, es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Oh oh. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Nein. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Начну разбухать, мочи! Тут им nichts, bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыбнуться. Мочите их! Wie es da weitergeht, das sehen wir das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.